Der Fall Jelinek. Was ist da eigentlich alles passiert? Hier eine kurze Zusammenfassung. Philipp Jelinek hatte beim ORF seine eigene Sendung namens Fit mit Philipp. Dort wurde er als Fortuna der Nation bekannt. Doch er wollte noch mehr. Jelinek wollte Moderator der Sendung Guten Morgen Österreich werden. Dabei helfen sollte ihm Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. In Chats zwischen den beiden konnte man sehen, dass Jelinek Strache bat, sich für ihn stark zu machen und ihn zu unterstützen bei der Verteilung des Postens. Jelinek moderierte zwar dann nicht die Sendung, aber hat einen unbefristeten ORF-Vertrag bekommen. Im Gegenzug wollte er offenbar ORF-Interner ausplaudern. Diese Chats kamen dann schlussendlich Anfang April ans Licht. Das sorgte für einen Knalleffekt im ORF. Jelinek wurde zuerst suspendiert und später sogar vom Sender entlassen. Strache sieht keinen Skandal bei den Chats und findet diese Diskussion lächerlich und teils unwahr. Der ORF hat die Show mittlerweile geändert auf Fit mit den Stars, wo Promis wie Conny Kräuter oder Armin Assinger ab sofort für die Nation vorturnen. Die erste Ausstrahlung der Sendung war ein voller Erfolg und hatte noch nie so gute Einschaltquoten. Jelinek hat sich anscheinend schnell von dem Rauswurf erholt und kriegt wahrscheinlich ab Ende April eine Show beim Konkurrenten Servus TV. Wie diese heißen wird, ist noch unklar. Mehr Infos zu dem Ganzen und Updates findest du über den Link in der Bio.